Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu der ersten FIFA 17 Demo-Version. Wir werden heute ein paar kleine Packs öffnen und uns noch ein paar Spieler kurz anschauen. Hier seht ihr erstmal die Packs, die ich noch bekommen habe auf diesem Account. Das ist ein Account, wo ich schon sehr, sehr lange spiele. Und ihr seht, ich habe da insgesamt 5 Packs bekommen und ein Tagesgeschenkobjekt. Ist recht gut, wie ich finde. Wir machen jetzt erstmal alle Packs auf. Wenn ihr wollt, dass ich auf meinen ganzen anderen Accounts die ganzen Packs auch noch öffne. Der Spieler hier ist schon recht solide. Und noch ein von Real Madrid. Also der Spieler könnte auch für ein paar Münzen weggehen. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich auf meinen ganzen anderen Accounts, das sind ja noch ein paar, 4, 5 Stück mindestens, auch die ganzen Packs aufmacht, sage ich mal 30 Daumen nach oben, dann wird es auch in den Tagen kommen. Wie gesagt, es wird auch noch Trading-Tipps auf der Web-App jetzt kommen. Ihr seht jetzt erstmal, ich verkaufe auch jetzt noch keine Spieler. Ich werde nachher vielleicht ein paar goldenen abstoßen, die vielleicht nichts sind. Aber ihr seht ja hier so die Silberspieler, da kann man bestimmt ein paar abstoßen. Oder die Bronzespieler, da schaue ich einfach nachher mal nach. Stell die vielleicht mal für eine Stunde rein oder so. Aber bis jetzt nichts Gutes dabei. Aber Gibbs, der ist gut, der spielt in der Premier League und der wird am Anfang viel wert sein. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Er sollte doch seine paar tausend Münzen schon wert sein am Anfang. Ja, die ersten Coins stoßen zu unserem Verein. Stoßen wir jetzt ab und die ersten 18 Münzen sind bei unserem Verein. Ihr könnt es ja auch noch in die Kommentare schreiben, was ihr noch sehen wollt, so Trading-Tipps. Ich weiß noch nicht, ob man diese Squad-Builder-Challenge jetzt schon machen kann. Habe ich mich jetzt noch nicht genau damit befasst, aber wenn das geht, würde ich das auf jeden Fall auch die Tage bringen. Hier sind wir auch schon beim letzten Pack angelangt. Wieder nur ein Silberspieler, aber 2 Fitnesskarten und jeder Trader weiß, die sind einiges wert, auch am Anfang. Werde ich auch später nochmal nachschauen, was die so kosten. So, jetzt schauen wir erstmal, ob ein Ronaldo und ein Messi schon auf dem Markt sind. Ronaldo nicht. Messi könnte auch schon drauf sein. Letztes Jahr waren ein paar drauf, nach ein paar Minuten. Aber Messi ist auch nicht drauf. Schauen wir mal noch nach einem Spieler, den ich mir sonst gleich sehr gerne kaufen möchte. Timo Werner von Red Bull, RB Leipzig oder so, Rasenballsport Leipzig heißen sie ja, haben ja auch mal Red Bull Leipzig oder so gehießen. Verein mag ich zwar nicht, aber der Spieler finde ich gut und der wird auch am Anfang nicht so viel kosten, hoffe ich zumindest. Wenn wir gleich mal schauen, hier sind schon ein paar gute Spieler auf dem Markt. Schauen wir jetzt noch nach dem Werner und dann war es das mit dem Video. Wenn euch das hier gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, ab 30 Daumen nach oben wird auf jeden Fall die Tage noch viel, viel mehr kommen. Ich würde das Video dann hier noch schon beenden. Schneid euch dann noch ein bisschen was rein, wie der Werner schon drauf ist, wenn er schon drauf ist. Wenn nicht, halt nicht. Und das ist noch ein kleiner Trading-Tipp hier am Rande. Auf alle Goldspieler 300 Münzen zu bieten. Und ihr könnt die dann für 350 und 400 Münzen anbieten. Das war's dann von mir. Ciao, ich bin raus.